In das Mehrgenerationenhaus Südtreff in der Schweizer Straße in Hoyerswerda lädt der Nachbarschaftshilfeverein Hoyerswerda am Dienstag ab 9 Uhr junge Muttis zum Frühstückstreff ein. Und mit dem Nachbarschaftshilfeverein kann auch gekegelt werden. Los geht's da um 10 Uhr in der Anlage am Jahnstadion. Die Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda ist am Dienstag ab 13 Uhr wieder geöffnet. Um 14 Uhr startet das Angebot alles rund um den Garten. Ab 15 Uhr wird dann in der Holzwerkstatt auch gebastelt. Im Jugendclubhaus Ossi in Hoyerswerda ist am Dienstag ab 14 Uhr Gamezeit. Dazu können die offenen Hausangebote genutzt werden. Ab 15 Uhr steht der Internetpoint zur Verfügung und ab 16 Uhr gibt es Angebote für Kinder und deren Eltern. Kluge Köpfe werden am Dienstag auch im NATZ in Hoyerswerda im Bürgerzentrum Braugasse 1 gebraucht. Die AG Schach lädt ab 14 Uhr Anfänger und Fortgeschrittene zum Mitmachen ein. Geöffnet hat ebenfalls die Kreativwerkstatt. Ein Vortrag mit dem Titel Island, Feuer und Eis beginnt am Dienstag um 14 Uhr beim Kulturbund in der Langen Straße in Hoyerswerda. Renate Großmann berichtet von ihrer Reise über die Insel. In Lauter wird am Dienstag ab 14 Uhr in der Begegnungsstätte Stell dich ein in der Einsteinstraße zu einem Spielenachmittag eingeladen. Blutspenden kann man am Dienstag in Bischofswerda. Dies ist von 14 bis 18 Uhr in der Schibok-Passage möglich. In der Agentur für Arbeit in der Einsteinstraße in Hoyerswerda informiert am Dienstag die Bundeswehr über Karrierechancen. Beginn ist 15 Uhr. Das Blow-Up-Kino der Kulturfabrik im Bürgerzentrum Braugasse 1 in Hoyerswerda zeigt am Dienstag um 17 Uhr noch einmal Mackie Messer, Brechts Drei-Groschen-Film und um 20 Uhr gibt's Black Clansman, einen preisgekrönten Streifen aus den USA aus diesem Jahr. Und Endspurt Landnahme ist der Titel einer Veranstaltung am Dienstagabend in der Stadtbibliothek in Bautzen in der Schlossstraße. Die sächsische Autorin Franziska Gerstenberger, die ausgezeichnet wurde, liest aus ihrem Buch So lange her, schon gar nicht mehr wahr. Beginn ist hier um 19 Uhr.